Geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist ja das Charmante an der Unterrichtung, dass wir Rede und Gegenrede haben und man dann sehr gut aufeinander antworten kann. Liebe Frau Kollegin Gebauer, ich freue mich, was für eine Aufmerksamkeit erstmal grüne Parteiveranstaltungen haben, außerdem die guten Texte, die wir produzieren. Ich will Ihnen gleich am Anfang was zum Thema Elite sagen. Ich bin eindeutig für Elite, ganz klar. Und zwar für Verantwortungselite in dieser Gesellschaft. Und diesen Auftrag, den haben genau alle Schulen, zu erziehen, dafür in dieser Gesellschaft für sich und andere Verantwortung zu übernehmen, gemeinsam zum Wohle der Gesellschaft zu arbeiten. Und das ist auch der Auftrag der Gymnasien, in der Tat. Und ich will auch noch mal darauf verweisen, was die Bildungskonferenz einmütig auch schon 2010 auf den Weg gebracht hat. Nämlich die Frage der Kultur des Behaltens ganz nach vorne zu stellen. Das ist ein einmütiges Votum und das ist auch jetzt in der zweiten Runde der Bildungskonferenz genau zu diesen Fragen, Umsetzung, Schulkonsens, ist das die Überschrift und die Frage, wie wir das bewerkstelligen können, individuelle Förderung. Und Frau Kollegin Gebauer, das ist doch Herausforderung, das hat der Kollege Kaiser doch auch gesagt, bei einer Übergangsquote von 42%, die wir im Landesschnitt an den Gymnasien haben, muss sich Unterrichtsentwicklung ganz anders auf den Weg machen. Wir haben längst... Es war immer schon eine Fiktion der Homogenität in den Lerngruppen am Gymnasium, aber jetzt prägt sich doch die Heterogenität immer deutlicher aus. Und deswegen ist in allen Schulformen, eben auch am Gymnasium, individuelle Förderung das Gebot der Stunde. Und das ist der Auftrag. Und das fördert dann auch die Kultur des Behaltens an allen Schulformen. Und dem haben sich auch dann die Gymnasien natürlich mitzustellen in diesem Anspruch. Und das ist der Hinweis, den die Kollegin Hendricks gegeben hat, auch bei den Beratungsgesprächen, dann mit Eltern, zu schauen, wir sind ein Land mit zwei Geschwindigkeiten für diejenigen, die das Abitur anstreben. Entweder über den G8-Bildungsgang oder den G9-Bildungsgang in verschiedenen Konstellationen. Über die Gesamtschulen, über die Sekundarschulen mit ihren Kooperationen mit den Oberstufen, über das Berufskolleg und den Sek-1-Schulen im Vorfeld. Also von daher haben wir vielfältige Wege, aber für alle muss gelten. Im Zentrum steht individuelle Förderung. Das Kind muss nicht zur Schule passen, sondern die Schule muss das Beste für das Kind tun. Das ist genau der Paradigmenwechsel, den wir anstreben. Ich habe mich schon gestern gewundert, Herr Kollege Laschet hat so schön gesagt in seiner Rede gestern, die Problematik ist nicht durch runde Tische lösbar. Lieber Herr Laschet, wenn Sie sich... Danke, wenn Sie, aber ich weiß, dass mein Kollege Mostovizade immer ganz interessante Themen auch hat, aber eins wäre ja wichtig gewesen, hätten Sie mal einen runden Tisch vor Einführung Ihrer Schulzeitverkürzung gemacht, dann wäre dieses Desaster so nicht passiert. Da bin ich ja der FDP sogar ein bisschen dankbar, dass Sie ein bisschen Selbstreflexion auch in Ihrem Entschließungsantrag gezeigt haben. Und gesagt, das ist mit großen Problemen verursacht worden. Wir haben es miserabel genannt. Ja, das ist eine Zuspitzung, aber so war es doch auch. Also im Mai verabschieden, zum 1.8. in Kraft treten lassen, ohne Lehrbücher, ohne Lehrpläne. Die Schulen und die Schulträger waren mit der Mensa vollkommen überfordert. Alles von jetzt auf gleich, das nenne ich miserabel. So, aber ich will es jetzt noch mal deutlich sagen, das gilt auch für mich. Wir haben damals hier als Fraktion das vehement kritisiert. Und wir haben dann auch im Landtagswahlkampf darüber noch mal gesprochen. Aber wir haben nicht mehr die gleiche Zeit wie 2009, wie 2008. Wir sind einen Schritt weiter. Heraklit hat mal gesagt, und in diesem berühmten Wort Panterei, man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen. Und es haben sich die Schulen auf den Weg gemacht. Und viele Schulen haben sehr gut gearbeitet und haben gesagt, wir können nicht so weitermachen in der Taktung, wie wir früher gearbeitet haben, im 45-Minuten-Rhythmus. Wir müssen zu anderen Rhythmisierungen kommen. Wir gehen in den Ganztag hinein. Da ist sehr viel positiv passiert, weil sie sich genau dem Anspruch der individuellen Förderung gewidmet haben. Und das ist jetzt die Abwägungsentscheidung, die ich auch bei vielen am runden Tisch abgespürt habe. Da war keiner begeistert über die damalige Entscheidung. Aber die gesagt haben, so, wohin lenken wir in den nächsten 5 Jahren eigentlich die Energien? Gehen Sie da hinein wieder in einen Rückabwicklungsprozess? Kann das das Motto sein?
Oder geht es jetzt weiter, alle Lehrerenergien, und die sind eine wertvolle Ressource, weiter in die Schulentwicklung nach vorne hineinzugehen, damit dieser einmal begonnene Weg dann auch weitergeführt werden kann, damit er wirklich ankommt in allen Schulen? Und Kollege Kaiser, da bin ich ein bisschen verwundert gewesen, eben über die Ausführungen. Ja, wir sind uns, glaube ich, sehr einig, was die Verbindlichkeit der Umsetzung der jetzigen Handlungsempfehlungen geht. Aber es ist mehr als das, was wir im ersten Rundentisch hatten, den die Ministerin einberufen hat. Weil diesmal das mit einer ganz anderen Vehemenz und Überzeugung auch von den Lehrerverbänden mitgetragen wird. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Denn wir haben doch gemeinsam, schätzen wir sehr wert, das haben wir gemeinsam, dass wir die selbstständige Schule in Nordrhein-Westfalen auf den Weg gebracht haben. Und selbstständige Schule heißt auch, diesen Entwicklungsprozess in Schulen zu respektieren, aber offensichtlich und weiterentwickeln. Sehr gut, Herr Kollege, sehr, Herr Kollege Kaiser. Aber dann gehört dazu, das dann jetzt auch mit in den Blick zu nehmen, dass diese Prozesse natürlich so angelegt werden, dass es nicht so aussieht, als ob jetzt der Schulsheriff kommt, sondern dass es nachhaltig angelegt wird und dass da alle an einem Strang ziehen. Und das ist das Signal des zweiten runden Tisches, dass genau diese Handlungsempfehlungen Verbindlichkeit einfordern und dass auch die Lehrerverbände miteinander tun und dass die Eltern ernst genommen werden in dem Prozess und natürlich auch die Schülerinnen eingebunden werden. Deswegen bin ich der Ministerin besonders dankbar, dass sie das jetzt hier noch mal formuliert hat, es muss einen pädagogischen Tag geben, an dem aber auch Eltern und Schülerinnen entsprechend beteiligt sind, weil diese Fragen, die mit einem Lernzeitkonzept verbunden sind, mit der Frage der Balance von Schulaufgaben, Hausaufgaben miteinander verbunden sind, das muss gemeinsam getragen und entwickelt werden. Das ist doch das, was Eltern uns auch vorgetragen haben, dass sie durchaus die Konzepte besprochen haben, aber leider kam das in der Schulkonferenz nicht zum Tragen. Und deswegen ist das die gemeinsame Anstrengung, die aber jetzt von beiden Seiten kommt, sowohl aus dem Ministerium mit allen unterstützenden Maßnahmen, wie aber auch die Anforderungen aus den Schulen, aus den Lehrerverbänden, hilft uns jetzt bei dieser konsequenten Umsetzung, dass wir das zusammenbringen. Und das ist mehr, als wir vorher hatten. Das will ich noch mal sehr deutlich sagen und mich dafür bedanken, dass alle auch diesen Weg miteinander gehen. So, und dann will ich, Kollege Kaiser, wenn ich da auch noch mal die Aufmerksamkeit einmal erheischen dürfte, weil dieses Thema Schulen des längeren gemeinsamen Lernens. Das heißt doch nicht, dass alle das Abitur machen müssen, aber das heißt doch, dass alle, die das Potenzial haben, auch die Gelegenheit haben sollen, den bestmöglichen Schulabschluss zu erreichen. Und das ist doch genau der Punkt, da müssen wir uns doch nichts vormachen. Wir wissen das doch aus den Erhebungen an den Gesamtschulen. 75% derjenigen, die im Zentralabitur das Abitur ablegen, hatten keine Gymnasialempfehlung. Das heißt, was steckt in den Kindern, in den Jugendlichen in Nordrhein-Westfalen drin? Deswegen haben wir doch die unterschiedlichen Wege. Das sollten wir wertschätzen. Und Leistung zu befördern, Lernfreude zu erhalten und zu stiften, ist nicht nur Aufgabe des Gymnasiums. Das gilt für alle Schulformen, das gilt für alle Schulen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Machen Sie da bitte nicht die Gegensätze auf. Ja, Herr Stamm, jetzt bin ich bei der FDP. Danke für den Hinweis, dass ich mich dem auch mal wieder widmen müsste. Weil das, was gestern wieder angelegt worden ist, das ist ja dieser Mythos der Vernachlässigung des Gymnasiums. Um Himmels Willen. Was wollen Sie denn noch mehr? Nach dem doppelten Abiturjahrgang, nach dem doppelten Abiturjahrgang haben wir 1000 Stellen im System zusätzlich belassen im ersten Jahr, 500 Stellen dann im zweiten Jahr, obendrauf zu der normalen Schüler-Lehrer-Relation. Keine Schule, die den Ganztag beantragt hat, ist nicht in den Ganztag gekommen. Das ist ein bisschen andere Handschrift als das, was Schwarz-Gelb mit den Gesamtschulen gemacht haben. Ich will das nur noch mal deutlich unterstreichen. Und deswegen lassen Sie diese Mottenkiste der Vernachlässigung doch raus. Das trägt leider nicht durch. Und wir haben, ja, da waren Sie nicht beteiligt, Herr Stamm. Das war aber, glaube ich, auch sonst gar nicht anders möglich, weil ein ganz gesamter Bildungsbegriff im Raum stand. 2010 haben wir gemeinsam mit der CDU einen Antrag hier auf den Weg gebracht. Da geht es um die Entwicklung eines inklusiven Bildungssystems. Darum geht es, ganz genau. Ein inklusives Gesellschaftsverständnis und ein inklusives Bildungssystem, das hat der Landtag hier beschlossen. Und genau diesem Weg wissen wir uns
sehr verbunden. Und dann noch etwas, wo Sie nicht dabei waren. Das ist nämlich ein großer Mehrwert, den wir in Nordrhein-Westfalen haben. Wir haben mit dem Schulkonsens ein verlässliches Fundament für Schulentwicklung mit verlässlichen Rahmenbedingungen über mehr als zwei Legislaturen hinweg festgelegt. Und da sind die zwei Wege im Prinzip angelegt, und das bedeutet, dass die Schulen jetzt Zeit haben, genau für diese Schulentwicklung, die ich eben angesprochen habe. Das ist auch ein Fundament des Schulkonsenses. Und wir haben im Land Situationen, Herr Stampf, die sind vielleicht nicht in Bonn direkt fassbar, aber kommen Sie mal mit mir mit nach Ostwestfalen. Fahren Sie mal mit mir mit, gerne, ich mache das mit Herrn Kaiser ab und zu auch, dann fahren wir durch den Hochsauerlandkreis, gucken uns kleine Grundschulen an und ja, aber mit Herrn Stamm fahre ich auch gerne, um das Begreifen für die Schulsituation im Land dann deutlich zu machen, an welchen Ausgangspunkten wir sind, da reicht es längst nicht mehr für das gegliederte Schulsystem. Und Sie sehen ja auch, in welcher Breite Eltern längeres gemeinsames Lernen in diesem Land wollen. Das ist die Grundlage, mit der wir arbeiten. Dem Elternwillen, dafür haben wir den Weg im Schulkonsens freigemacht, und das tut dem Land gut. Deswegen haben wir auch diese zwei Wege im Land fest etabliert. Also keine Vernachlässigung und keine Benachteiligung und die Kultur des Behaltens. Es geht um die Kinder. Wir machen keine Schulformpolitik, wir machen Politik für die Kinder und Jugendlichen, Herr Stamm. Da sind Sie schon eine Weile von weg. Sie machen sich ja nur zur Gymnasialpartei hier, und mit dem Rest haben Sie eigentlich so viel gar nicht mehr am Hut. Das sieht man ja. Ich will aber noch mal darauf hinweisen, dass diese gesamte Debatte, die wir im Augenblick haben, um Schulzeitverkürzung auf Schule begrenzt, eigentlich viel zu kurz fasst. Weil wenn es um gute Zeit für Bildung geht, müssen wir insgesamt die Fragen an Eltern stellen, an das gesamtgesellschaftliche Umfeld. Denn das ist in der Debatte auch deutlich geworden. Die Frage über Druck in Schule, die fängt nicht erst im gymnasialen Bildungsgang an. Das geht schon in der Grundschule los. Wenn Eltern sagen, wie unsere Klasse war heute Blätter sammeln im Wald, die Parallelklasse ist schon Buchstaben weiter, wie soll mein Kind da Abitur machen? Ich habe das jetzt ein bisschen zugespitzt, aber es ist so. Welche Erwartungen, welche Leistungserwartungen sind da vom Elternhaus verbunden, von der Gesamtgesellschaft? Ein befriedigend ist keine gute Note mehr für manche Eltern. Auch da kommt Druck aus dem Elternhaus. Das ist ein gesellschaftlicher Diskurs, den wir miteinander führen müssen, wo wir da Entschleunigung hineinbringen können und wo wir Druck für Kinder und Jugendliche rausnehmen. Das ist nämlich leistungsfördernd. Im Übrigen, Herr Stamm, das ist... Aber Sie gehören ja genau zu denen, die immer mehr Druck reingebracht haben. Was mussten wir denn als erstes tun? Wir müssten die zwangsweise das Vorziehen der Einschulung, das mussten wir doch erstmal zurückholen, die Schüler und Schülerinnen immer früher die Kinder in die Schule zu bringen. Das ist das Erste, was wir gestoppt haben, und das hat den Schulen da auch gut getan. Also deswegen, lassen Sie doch den Kindern und Jugendlichen Zeit, sich zu entwickeln, ihre Potenziale dann auch zu schöpfen. Ich will aber zum Schluss vielleicht eine Kollegin noch mal in diesem Zusammenhang zitieren. Sie ist selbst Gymnasiallehrerin, hat in diesem Jahr eine 5. Klasse übernommen, und nach 2 Wochen Eingewöhnungszeit am Gymnasium, da gab es keinen Ganztagsunterricht, da gab es nachmittags keine großen Hausaufgaben, wurden dann die Schülerinnen gefragt, wie geht es euch denn so an der neuen Schule am Gymnasium? Und dann sagten diese 5 Klässler, wir leiden unter dem G8. Also, was wird da für eine Projektion auch in die Schulen mitvermittelt? Wir sollten an vielen Stellen, glaube ich, ganz genau hinschauen. Deswegen ein letzter Satz noch zu der Kollegin Pieper. Das ist ja nicht ganz korrekt, wie hier die Dinge aufgemacht werden. Weil auf dem Weg der Beschlussempfehlungen haben erstmal die Landesschülerinnenvertretung gesagt, eigentlich möchten wir die inklusive Ganztagsgesamtschule für alle. Ja, damit Herr Stamp auch noch mal darauf hingewiesen wird, was die Landesschülerinnen wollen. Das ist das Erste. Und das Zweite war, dass GEW und VBE gesagt haben, langfristig müssten wir darüber diskutieren, wie sieht das aus. Aber die Frage ist, gehen wir jetzt auf den Weg und muten wir den Schulen zu? Und da gab es ein einmütiges Votum zu sagen, das machen wir genau nicht. Wir wollen die Energien jetzt in die Schulentwicklung hineingeben und sie nicht mit einem Abwickeln von Dingen beschäftigen und da auch ein Rollback haben. Und auch das Gesellschaftsbild, was auch von denjenigen, die die Wortführer waren bei den Bürgerinitiativen, was da vermittelt worden ist. Auch das ist nicht zu teilen.
das, die Halbtagsschule, das Gymnasium in einer Halbtagsform wieder zu überführen, das ist auch gesellschaftspolitisch der vollkommen falsche Ansatz. Dem können wir dabei auch gar nicht folgen. Und deswegen, Demokratie ist nicht Demoskopie. Das müssen wir, glaube ich, auseinanderhalten. Das sieht man auch sehr deutlich, was die Umfrageergebnisse auf der einen Seite zur Schulzeitverkürzung angehen und dann die konkreten Ergebnisse in Hamburg, in Bayern. Und ich will auch zugestehen, dass es, und das sieht man auch, weder in Hessen optimal läuft und in Niedersachsen ruckelt es auch schon ganz gewaltig. Ich bin froh, dass wir uns in der Breite für Schulentwicklung nach vorne entschieden haben und da jetzt gemeinsam alles dafür tun, dass das verbindlich in den Schulen passiert. Und da ist das Haus auf dem Weg, das sollten wir unterstützen. Und deswegen bitte ich auch noch mal um Unterstützung für unseren Entschließungsantrag. Vielen Dank, Frau Kollegin Beer. Für die Fraktion der Piraten spricht Frau